Heckler und Koch gegen Hähnel. Viele haben gefragt, wann kommt das nächste Video zu der Serie? Und ich habe immer wieder gesagt, naja, wenn es eine Neuigkeit gibt. Und tatsächlich, wir haben heute eine Neuigkeit. Nach dem Intro. Kurze Zusammenfassung zu dem Thema, weil das Thema ist schon wieder ein bisschen zurück. Vielleicht hat es der eine oder andere vergessen oder noch gar nicht mitbekommen. Die Bundeswehr hat eine Ausschreibung für Nachfolger des G36. 120.000 neue Gewehre sollen zur Bundeswehr kommen. Und es haben sich einige Firmen darauf beworben. Zigsauer hat zurückgezogen, Steyr hat zurückgezogen. Und schlussendlich waren nur noch zwei Firmen wirklich im Rennen. Und das war auf der einen Seite die Firma Hähnel und auf der anderen Seite die Firma Heckler & Koch. Jetzt hat in der Ausschreibung Hähnel tatsächlich gewonnen gehabt. Und ja, wie das so üblich ist, hat die andere Seite halt geklagt und gesagt, ja, böse Firma, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen, wir wollen das mal überprüft. Ist, wenn es jetzt nicht hier gerade um Heckler & Koch gehen würde, die seit zig Jahren jede Ausschreibung gewonnen haben mit Pauken und Trompeten, wäre das auch keine Besonderheit gewesen, weil das war halt so, Bundeswehr wurde von Heckler & Koch beliefert, fertig. Jetzt ist aber tatsächlich die kleine Firma hingegangen und hat gesagt, ja gut, also wir stellen was genauso Gutes her und haben gewonnen. Heckler & Koch hat geklagt und Heckler & Koch hat nicht nur gesagt, naja, das Ausschreibungsverfahren wurde getürkt oder sowas im Dreh, also waren tatsächlich Vorwürfe, sondern auch die MK556 ist eine dreiste Kopie unserer HK416, also das Aushängeschild momentan von Heckler & Koch. Und jetzt ist natürlich heute wirklich eine Neuigkeit gekommen. Die Seite Business Insider, das ist so eine Seite, wo es über Wirtschaftsnews gibt, die hat eben heute verkündet, dass die Bundesregierung bzw. die Bundeswehr in dem Laufe der nächsten Woche verkünden wird, dass Hähnel nachträglich aus der Ausschreibung ausgeschlossen worden ist. Womit automatisch der Auftrag an den letzten verbliebenen Mitstreiter, also Mitbewerber, Heckler & Koch geben würde. Jetzt ist natürlich die Geschichte, ja, wie ist das zu begründen? Ist momentan noch nicht alles so hundertprozentig klar. Also was man momentan so heute ein bisschen in der Presse und sowas rauslesen konnte, ist, Hähnel hat anscheinend wirklich Markenrechtsverstöße hier begangen. Und anscheinend ein Patentanwalt der Bundeswehr hat anscheinend auch hieb- und stichfest bewiesen, Hähnel hat hier Sachen von Heckler & Koch kopiert. Und das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Bundeswehr jetzt die Ausschreibung nicht mehr nur auf Eis legt. Das war ja im letzten Video, wo ich gesagt habe, also zurückgezogen ist noch gar nichts, gecancelt ist noch gar nichts. Es wurde nur erstmal auf Eis gelegt und geprüft. Das hat jetzt ein paar Monate gedauert. Prüfung ist durch und ja, jetzt schaut es so aus, als würde tatsächlich Heckler & Koch noch das Rennen machen. Kurz zum Vergleich, also Heckler & Koch wurde unter anderem wegen dem viel höheren Preis eben nicht genommen, also im ersten Ausschreiben. Hähnel hat das Projekt für 152 Millionen angeboten, Heckler & Koch für 178 Millionen. Das ist schon ein bisschen Unterschied am Geld. Also klingt jetzt in Zahlen nicht so viel, aber überlegt euch mal, was ihr für euch für die Differenz alles kaufen könnt und wie viel Steuergelder das sparen würde. Angeblich soll auch in der Ausschreibung das Heckler & Koch Gewehr deutlich zuverlässiger und präziser gewesen sein. Kann ich nichts so sagen, habe ich heute gerüchtemäßig ein bisschen auch in den Medien eben so gelesen. Ich habe persönlich eigentlich fast ausschließlich Erfahrungen mit den 416ern und MR223 Modellen. Mit der Hähnel habe ich in meinem Leben vielleicht zwei Magazine verballert. Also da kann man echt sagen, ich kann es einfach nicht beurteilen, zumindest nicht ehrlich. Was die Konstruktion angeht, ja, das sind sehr, sehr ähnliche Gewehre. Ist auch kein Wunder, einer der Entwickler der 416 ist tatsächlich auch zu Hähnel gewechselt. Also, dass da eine große Ähnlichkeit ist, das kann keiner bestreiten. Also auch gerade das Gassystem sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber im Endeffekt, das sind halt da beides Pistenhaiers, die sich grundsätzlich schon mal sehr ähneln. Wie ist jetzt der weitere Ablauf mit der Geschichte? Ja, das heißt auch immer noch erstmal, wie gesagt, das ist erstmal in diesem Gerücht, was jetzt heute tatsächlich um 9:30 Uhr ungefähr kam eben die Meldung. Da war ich noch mitten auf einem anderen Projekt. Also ich war heute den ganzen Tag auf einem Projekt, wo ich gedreht habe, wo ich aber erst im März wirklich drüber reden darf. Und ja, wir haben halt tatsächlich dann die Pausen heute ein bisschen genutzt fürs Googlen und herausfinden, was ist da eigentlich jetzt gelaufen. Und so richtig hundertprozentige Geschichten gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt momentan nur diese News und Business Insider ist eigentlich eine relativ verlässliche Seite. Und was auf jeden Fall kommen wird, ist, dass Hähnel wahrscheinlich die ganze Seite jetzt von der anderen Seite anfechtet. Also, das haben mir einige Leute gesagt, naja, Heckler & Koch, die sind schlechte Verlierer, weil sie jetzt klagen.
Ich sag mal, das ist in dem Bereich absolut normal und verständlich. Und Hähnel macht jetzt genau dasselbe. Also die Leute gesagt haben, ja, Hähnel, Heckler und Koch gönnt Hähnel einfach nicht den Sieg. Ja, jetzt können wir es andersrum drehen. Hähnel tut Heckler und Koch nicht den Sieg gönnen. Also ist absolut verständlich, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen bleibt es da einfach abzuwarten, wie es weitergeht. Sobald es wieder eine neue Info gibt, halte ich euch wieder auf den Laufenden. Eine Frage, die aber immer noch viel in den Kommentaren kommt, ist, warum ist es nicht das 433 geworden? Das muss man tatsächlich Heckler und Koch fragen, weil die haben das 433 schon relativ früh aus der Ausschreibung rausgenommen. Also die haben sich mit 433 und 416 in der Ausschreibung beworben und das 433 wurde schon sehr früh zurückgezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich fand das 433 jetzt von den Messen, wo ich es mal in der Hand hatte, eigentlich eine interessante Waffe. Vielleicht auch die modernere und zukunftsweisendere Waffe, aber ich kann es nicht sicher sagen, warum es es nicht geworden ist. Es kann wahrscheinlich nur Heckler & Koch sagen, aber wenn die selber ihren Fokus auf die 416 geändert haben, wird es auf jeden Fall einen guten Grund geben. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen uns auch hier das nächste Mal bei Kuma Tech Drill. Bis dann.